So, jetzt sind wir wieder bei unserem Lieblingsstellplatz, nämlich bei der Firma Hümer in Bad Waldsee. Und warum wir hier sind, das sagen wir euch nach dem Intro. Jawohl! Seht ihr was? Nicht wahr? Der glänzt. Ganz neu. Wir sind ganz happy. Und was jetzt alles gemacht wurde, ich glaube, das können wir jetzt zeigen, oder? Wir hatten die Möglichkeit, ein bisschen zu filmen. Also auf jeden Fall ist unser Hümer schon ein kleiner Sanierungsfall. Ja. Und die Sanierung nehmen wir jetzt vor. Heute war der erste Teil und der nächste folgt zugleich. Tja, so ein Wohnmobil bringt schon auch einige Aufwendungen neben den normalen Wartungskosten mit sich. Eigentlich fuhren wir nach Bad Waldsee, um unsere Reparatur aus dem Unfall vom 6. Januar vollständig abschließen zu können. Gleichzeitig hatten wir aber noch zwei weitere Probleme. Zum einen stellten wir fest, dass am Fenster der Beifahrerseite Wasser eingetreten ist. Mindestens genauso gravierend ist der Abbruch der rechten Armlehne an meinem Fahrersitz. Dies, nachdem wir schon die linke Armlehne für teures Geld haben ersetzen lassen müssen. Bei Begutachtung des Sitzes wurde darüber hinaus auch noch festgestellt, dass dieser eigentlich schon durchgesessen ist und somit neu aufgepolstert werden müsste. Das war die Ausgangslage für diesen Tag. Sehr interessant war, dass uns die Firma Hümer einen Einblick in die Werkstatt gegeben hat. Unsere Motorhaube war relativ schnell wieder angesetzt und wir konnten dann gleichzeitig feststellen, dass andere Wohnmobilfahrer noch mit ganz anderen Problemen zu kämpfen hatten. Hier ist die Reparatur eines Heckschadens zu sehen, aber wir konnten auch einen Blick auf Wohnmobile werfen, die eine komplett neue Seitenwand erhalten mussten, wegen Verkehrsunfällen. So kamen wir eigentlich bei unserem Unfall sehr, sehr glimpflich davon. Wir konnten aber auch einen Blick auf die Sonnenseite werfen. Hier werden die Fahrzeuge ins rechte Bild für den Verkauf gerückt, wobei das im Moment kaum notwendig wäre, denn die aktuelle Lieferzeit für ein Hümer Wohnmobil liegt wohl im Bereich von ca. 2 Jahren. Die langen Lieferzeiten sind schade für Campingfreunde, die neu einsteigen wollen. Glücklich dagegen die, die bald ihr Fahrzeug, das hier im Auslieferungsbereich steht, ausgeliefert bekommen. Wenn so ein Wohnmobil bei der Reparatur ist, ist die Zeit schon immer unheimlich lange. Dafür hat die Firma Hümer einen ganz angenehmen Wartebereich. Man kann sich aber auch die Ausstellung der Fahrzeuge anschauen und der Hümer Zubehörshop steht auch für die Kurzweil zur Verfügung. Nächster Punkt war die Suche nach der Ursache, wo das Wasser auf der Beifahrerseite eintritt. Zu diesem Zweck wird das Wohnmobil in eine Halle gefahren und über eine Sprinkleranlage beregnet. Das hier verwendete Wasser besteht übrigens zum Teil aus aufgefangenem Regenwasser
aber auch aus Leitungswasser. Das Wasser wird auch wieder aufgefangen, sodass es mehrmals verwendet werden kann. Trotz intensiver Beregnung konnte die Ursache für das Wasser auf der Beifahrerseite nicht festgestellt werden. Unser Wohnmobil ist absolut dicht. Wir müssen nun das alles weiter beobachten. Zum Abschluss haben wir dann unserem Gustl noch eine professionelle Autowäsche gegönnt, die mittlerweile von der Firma Hümer für alle Wohnmobilbesitzer angeboten wird. Wie effektiv diese Autowäsche ist, kann man hier an den Vorher-Nachher-Bildern gut erkennen. Jetzt stand noch die Problemlösung bezüglich des Fahrersitzes an, bezüglich Armlehne und Aufpolsterung. Hier bekamen wir einen Tipp von der Firma Hümer, dass wir uns dort an die Firma M&S in Wolfegg wenden sollen und die Firma vereinbarte mit uns gleich für den nächsten Morgen einen Termin. Wir übernachteten auf dem Stellplatz in Wolfegg
und statteten der Firma in gleicher Ortschaft einen Besuch ab. Nach Begutachtung der Armlehne und des Stuhles durch die Firma wurde uns zugesagt, dass dies repariert werden kann, und wir vereinbarten gleich für den kommenden Montag einen Reparaturtermin. Nachdem Wolfegg einen wunderbaren Stellplatz hat, nahmen wir uns vor, uns ist hier etwas häuslich einzurichten, um übers Wochenende einige Fahrradtouren zu machen. Die erste Fahrradtour, die wir angetreten haben, war auch gleich ein wichtiger Erfolg. Wir lernten Erfrischung aus einer ganz anderen Perspektive kennen. Wir können jetzt schon sagen, dass das Wochenende in Wolfegg ein voller Erfolg war und wir hierüber, über dieses Wochenende und über den Stellplatz, ein separates Video noch einstellen werden. Montagmorgen, 9 Uhr, pünktlich bei der Firma M&S, und als erstes wurden wir vom Firmenhund Rocco begrüßt. Dass es sich um eine Spezialfirma handelt, stellte man schon im Eingangsbereich fest, denn überall lagen Wohnmobilsitze herum, neu und alt. Also, dass wir bei der richtigen Adresse angekommen sind, das sieht man schon an den Stühlen, die hier rumstehen. So, das ist die Lordosenstütze. So, das ist der alte Sitz. Und so wird der Sitz neu mit Unterpolsterung. Und so schauen heute die modernen Sitze aus. Und deswegen ist das Wohnmobilfahren heute viel bequemer als noch vor 5 Jahren. Neuer Mercedes-Sitz. Super. Wenn man auf so viel Fachkompetenz trifft wie hier bei dieser Firma, erkundigt man sich dann gleich natürlich nach weiteren Komfort. So ließen wir gleich die Lordosenstütze in den Fahrersitz einbauen und bestellten die Unterfederung auch für unsere Sitzplatte. Also Ossi, ja? So eine Armlehne vom Sitz geht ganz selten kaputt. Aha, und bei dir schon die zweite. Was hast du gemacht? Ich weiß es nicht. So wilder Autofahrer bin ich ja gar nicht. Ja. Aber wenn der Sitz schon mal draußen ist, dann kann man den Dreck von 5 Jahren ja gut wegmachen. Beim Spielen mit einem Rottweiler ist es übrigens zu empfehlen, auf seine Finger etwas verstärkt aufzupassen. Hier kann man gut erkennen, dass die Halterung für die Armlehne bei uns schon fast eine Sollbruchstelle ist.
Gegensatz zu den Sitzen, die ausgeliefert werden von der Firma M&S an Hümer, Detlefs und Pösel. Hier ist alles wesentlich stabiler. Die Montage der Lordosenstütze ist eigentlich relativ einfach. Warum so etwas bei uns nicht angeboten wurde, als wir das Wohnmobil bestellt haben, ist eigentlich unerklärlich. Ussi? Okay. Wir sind beide beschäftigt. Die Ussi schaut YouTube-Videos und schaut, was auf den anderen Kanälen los ist. Und ich bin hier am Schneiden unseres Videos. Und da sind wir jetzt beim Abschluss angekommen. Und da möchten wir uns natürlich als erstes für die prompten Services bedanken. Bei der Firma Hümer, beim Herrn Kiebele, beim Herrn Grimm. Und ihre Mannschaft oder ihr und der Team Mannschaft, oder Mitarbeiter. Ja. Die uns ermöglicht haben, dass wir in Urlaub fahren, trotz des Crashes. Ja, das Crash könnt ihr nochmal anschauen, der war am 6. Januar. Und dann möchten wir uns auch beim Herrn Kiebele bedanken für den Tipp zur Firma M&S. Mit meiner abgefallenen Armlehne, ich sitze wieder da. Und beim Willi Miller und seiner Frau müssen wir uns natürlich ganz, ganz herzlich bedanken für die schnelle, unkomplizierte Hilfe, die sie uns gewährt haben. Also ganz seltener und super Service. Und wir haben uns jetzt dann, weil wir uns da unterhalten haben, gleich entschieden, dass wir unsere ganzen Sitze neu polstern lassen. Ja. Denn nach 5 Jahren sind die schon ein bisschen durchgesessen, abgeschabt. Ja. Was für mich ja das Wesentliche ist, dass also der Sitzkomfort sich jetzt deutlich erhöht. Erstens habe ich die Lordosenstütze drinnen. Und das ist, ich weiß es von meinen BKWs, dass das eine tolle Erleichterung ist, wenn man stundenlang unterwegs ist. Und dann wird ja auch diese Holzplatte, die in unseren Stuhl einfach eingebaut wird, wird dann unterfedert, wie es bei guten Sitzen, ja, die hier nicht eingebaut waren. Nee, anscheinend sind unsere Sitze nicht so gut, wie wir dachten. Ja, das ist also nur ein Holzbrett und so eine Unterfederung wäre kein großer Aufwand, würde den Komfort aber enorm verbessern. Und das lassen wir jetzt auch gleich machen. Also eine Fachfirma, die wir hier M&S in Wolfegg nur empfehlen können. Wendet euch an den Willi Miller, der hilft euch dann auch, wenn ihr mal Sitzprobleme habt. Und an alle unsere zukünftigen Gäste. Wir lassen auch unseren fünften Sitz, unser Gästesitz, ja, neu aufpolstern. Der Gästenotsitz. Also die, alle, die hier schon gesessen sind, die wissen, dass wir hier etwas für sie tun, wenn der Sitz aufgewertet wird. Aber nicht nur für euch, für mich ja auch, weil ich ja da dann immer sitze, wenn wir mit Enkel unterwegs, ja, sind. Also wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Es war vielleicht ein bisschen Einblick. Wir schauen, wenn wir unsere Sitze neu beziehen lassen, dass wir da vielleicht nochmal was zeigen. Ja. Und ansonsten kommt ja noch jetzt die nächste Aufwertung. Wir lassen unser Fahrzeug die Versiegelung machen. Mhm. Da zeigen wir euch ein Video. Wir sind immer noch das Video schuldig mit der Luftfederung. Ja. Und. Also das kommt. Wir sind ständig am Produzieren. Ja, aber eine schöne Pause brauchen wir dazwischen ja schließlich natürlich auch. Bei dem herrlichen Wetter jetzt wieder. Da stehen natürlich die nächste Radtour auf, ja, dem Plan. Wir machen jetzt dann später noch einen Radausflug. Und da kriegt ihr dann natürlich auch noch das Video von Wolfegg mit dem Stellplatz und so weiter. Alles drum und dran zu sehen. Dankeschön fürs Zuschauen. Jawohl. Gebt uns einen Daumen hoch, da freuen wir uns immer drüber. Und bis zum nächsten Mal. Ja, also tschüss, macht's Ciao. Gut. Tschüss. Ciao.